dass wir hier die Sektoren uns schnappen. Hab jetzt den erst natürlich versemmelt durch die Kurve. Ah. Und willkommen beim offiziellen Auftakt zur dritten Staffel von Need for Speed Pro Street. Ich habe mir für die Grip, Zeitrennen und Sektor Shootouts ein Lotus Elise fertig gemacht. Ich hoffe nur, die Leistung ist ausreichend. Wendig genug sollte er sein. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht Probe gefahren. Kann auch sein, dass ich damit jetzt voll auf die Nase falle. Und wir ziehen die da vorne alle weg. Vielleicht doch eher für den Drift einsetzen sollen? Na, wir werden sehen. Wie gesagt, der ganze Fuhrpark ist komplett neu. Und es scheint etwas spannender zu werden, weil ich scheinbar die fehlende Leistung mit Wendigkeit wettmachen muss. Aber dafür ist die Elise ja, muss man sagen, genau der richtige Wagen. Der Wagen, auf dem übrigens auch der GT basiert, also der neue, nicht der alte aus den 70ern, 60ern. Das ist quasi das gleiche Auto wie der neue Opel GT, nur an der Karosse. Wenn ich das erste Mal das Opel und Lotus was zusammenarbeiten. Aber das Ding geht nach vorne wie die Hölle, muss ich sagen. Oder es kommt mir nur so vor, weil er so flach ist. Auf jeden Fall ein Monster. Also ich habe mal auf einer LAN-Party, das ist schon einige Jahre her, als noch oft große LAN-Partys gab, Need for Speed Most Wanted den Pokal für den ersten Platz tatsächlich geholt. Es waren immer einer gegen einen Rennen. Und der vorletzte Gegner war Lotus Elise und gegen den habe ich auch nur gewonnen. Oder zumindest einen Großteil dazu beigetragen zu meinem Gewinn hat die Tatsache, dass er mit seinem Elise gedacht hat, er nimmt eine Abkürzung, allerdings auf dem Parkplatz landete. Damals habe ich allerdings noch gar nichts aufgenommen, deshalb gibt es also davon keine Aufnahmen. Aber man muss ja auch nicht alles immer aufnehmen. Läuft jedenfalls akzeptabel, sage ich mal. Das Heck sieht ein bisschen traurig aus gerade. Aber fürs erste Rennen, also muss ich sagen, da habe ich schon schlimmer gehabt. Wenn ich dran denke, meine Anfangszeit mit dem Mustang oder überhaupt meine Zeit mit dem Mustang. Oder die ersten Rundkursrennen mit dem Audi, wo ich ihn dreimal aufs Dach gelegt habe, oder wie oft auch immer das war. Dem geht das hier sogar einigermaßen. Ja, was sitzt mir da im Nacken? Irgendwas, das mich nervös macht. Was war das jetzt, ein Evo? Keine Ahnung. Einmal lachen können wir noch. Wenn zuletzt lacht schließlich am besten. Aber nicht in der Kurve. Wann lerne ich das endlich? Ach, in dem Preza ist das. Ja, es verspricht spannend zu werden. Ich bin nicht mehr der Stärkste im Feld. Ach, das ist ja noch eine Elise. Obwohl, in meiner Gruppe tatsächlich... Ach, ich habe nur die andere Gruppe nicht besiegt. Deswegen kam mir das so schwer vor. Okay, das erklärt so einiges. Noch ein Rennen mit dem Elise. Dann hat der für dieses Event auch schon wieder Pause. Ja, BMW... Z4 habe ich auch überlegt. Anzunehmen. Das ist ein Zeitrennen. Nicht, dass ich wieder denke, ich müsste nach vorne. Ist natürlich auch geil, wenn ich jetzt noch nach vorne komme, aber... Ach, nicht unwahrscheinlich. Ein Sektor-Shootout ist nicht mal ein Zeitrennen. Okay. Mal gucken. Weil die Sektoren uns schnappen. Hab jetzt den erst natürlich versemmelt durch die Kurve. Ah, hab ich auf die Karte geguckt zu lange. Ich habe mir die Karte angeguckt. Ist natürlich immer eine gute Idee, auch mal auf die Karte zu gucken, aber man sollte die Straße dabei nicht komplett außer Acht lassen. Oh Gott. Oh, der muss viel wegstecken, der Kleine.
sehr großer Matschhaufen. Ich weiß gar nicht, hat der Lotus Elise ein Metallkaross oder ist da auch irgendwie sowas mit Kunststoff oder womöglich Carbon oder so? Da gibt es ja mittlerweile auch eine extreme Sportversion von, die das hier leider nicht ist. Oh, 2 Punkte, kommt schon, Leute. Oh, die Bremsen, die habe ich doch... Okay, gut, es liegt nicht an den Bremsen, nein, das ist Blödsinn. Es liegt an meinem Fass hier, den muss ich echt verbessern. Aber das Kurvenverhalten des Wagens ist einfach nur gruselig. Das ist schade, da habe ich mir wirklich viel mehr erhofft von. Ich habe noch keinen einzigen Sektorrekord. Ich muss jetzt wirklich alle hintereinander holen, ansonsten sehe ich hier schwarz. Mit so einem kleinen Go-Kart. Zum Glück einen haben wir schon mal. Nicht auf dem letzten Platz, wir gehen nicht ganz ehrlos unter. Wirklich vor den Kurven ein bisschen abbremsen, dann mit der Handbremse durchreißen. Und nicht einfach sofort die Handbremse hochziehen. Oh, Totalschaden. Okay, ich meine, ich kriege ja so einiges hier in den Totalschaden, aber auf dieser Strecke Totalschaden? Wahrscheinlich, wenn man so sehr auf den Sand gerät und sich dann überschlägt. Ne, hier. Hat man die Wand gebrettert. Wenn sich meinen Wagen anguckt, der fragt sich auch, warum ich noch keinen Totalschaden habe. Also noch nicht offiziell. Aber das geht hier auch nicht nach kapitalen Totalschaden, sondern tatsächlich nach nicht mehr fahrbar. Also ich denke mal, wenn der Motor aussetzt, dann ist hier einfach erst die Schlusslinie. Dass das Spiel sagt, nee, das war's. Oder beim Überschlag, ja. Wobei ich das ein bisschen seltsam finde. Der Wagen ist ja von der Karosserie schlimmer im Zustand als manche Wagen, die nicht im Überschlag hat. Wie zum Beispiel, als das eine Mal mich langsam nur gerollt hat mit dem Corolla. Aber ja, ist dem Spiel egal. So, wo sind wir? Letzte Runde, gerade angefangen. Gucken, ob wir vielleicht noch einen Punkt kriegen können oder zwei. Wäre ja so schön. Wir sind tatsächlich mittlerweile auf dem zweiten, wahrscheinlich auch nur durch den einen Sektor und dadurch, dass der andere da Totalschaden hatte. Wir profitieren ja irgendwie alle von, außer ihm. Sogar mein Auspuffrohr sind total zerdingelt. Ich denke, wenn ich erstmal ein bisschen Übung mit dem Wagen habe, wird auch der ganz gute Punkte einfahren. Was ist denn das? 350Z? Ich glaube ja. So, noch einmal über die Gerade, dann noch einmal durch die Haarnadelkurve. Dann hat der Wagen sich erstmal eine komplett neue Karosserie verdient. Ist ja gar keine Haarnadelkurve, ist eine sehr fiese Schikane. Oh Gott, ich hätte beim Audi bleiben sollen. Dem hatte ich gerade einigermaßen raus. So, damit kommt der Elise jetzt erstmal wieder in die Garage. War jetzt leider nicht so der Riesenauftakt, den ich mir erhofft hatte von ihm. So, die Stuttgarter ziehen ein beim Drag-Rennen. Ich weiß echt nicht, wie gut der Wagen fürs Drag-Rennen ist, aber ich bin zuversichtlich. Jetzt habe ich ganz drauf geachtet, wie das Leistungsverhältnis zwischen uns beiden ist. Sie fällen immer unterschiedlich lackiert sind, das finde ich so anstrengend. Also Porsche 911 Turbo. Bin sehr gespannt, was der bringt. Nur gewonnen wegen des Nitros oder aber 914. Ich glaube, das ist zumindest schon mal besser als die Werte des Nissan.
Die waren ja wirklich einfach nur traurig. Ah, jetzt sehe ich 610 PS, der Eclipse hat 458. Ist das jetzt nicht sogar wieder genau der gleiche? Na komm. Na, ah, schade. Aber das kriegen wir auch noch hin, denke ich. Kriegen wir es mal ohne Nitro. Ja, gewinne ich trotzdem. Ay, hoch tue ich der Wagenreihe, das ist ja brutal. Also tatsächlich 0,4 Sekunden drin im Nitro. Das kann einem schon mal das Rennen retten. GTO mit 812 PS. Okay, jetzt wird's ernst. So, das ist ein der seltenen Male, wo der Gegner wirklich mehr Leistung hat als ich. Die werde ich definitiv nicht aufs Nitro verzichten. Das sieht nicht gut aus. Doch, 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 doch. Oder? Oder? Ah, nee. Hab ich nicht gewonnen. Schade, schade, schade. Aber ich habe einen geholt. Ist ja schon mal was. Finde ich bei 200 PS Unterschied. Oh. Doch, ich mag den Porsche. Und jetzt habe ich mir endlich einen Mazda geholt. Habe ja schon relativ zur Mitte der zweiten Staffel gesagt, dass die Mazdas mir ganz schön zusetzen. Und dann will ich jetzt auch mal ein bisschen was von den Lorbeeren abhaben. Ich habe die White Buddies ausprobiert, ich fand sie irgendwie hässlich an dem Wagen. Deswegen probiere ich mal einen relativ Originalzustand. Ich habe überlegt, Nissan Silvia ist 14. Was ist das, 15? Ne, 14. 14, 15, ihr wisst, was ich meine. Oder Mazda AX7. Und das ist erstmal der AX7 geworden. Einfach weil wir schon zwei Nissans hatten. Den S13 und den GTR. Und den R34 sogar. Oh Gott, was ist denn hier los? Na, ich schieb's einfach mal drauf, dass es mein erstes Rennen mit dem Wagen ist. Auf Geschwindigkeit kommen. Ich muss mich erst noch ein bisschen reintasten und darin, wie der Wagen so reagiert. Wie er beschleunigt und alles. Ja, Hauptsache Punkte und wenn ich dafür eine neue Stoßstange brauche. Also ganz gut weggesteckt. Und ja, ganz vorne, so habe ich mir das. Genauso wollte ich das. Der Barracuda war ja zum Schluss auch sehr gut im Drift. Hat wirklich Spaß gemacht irgendwann. Aber wie gesagt, wir haben noch einige Autos vor uns. Ich weiß jetzt noch gar nicht, wie ich das alles abdecken soll. Nein, 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 nach rechts! Ach Mann. Ja, die Kurve kann ich ja jetzt schon mal vergessen, oder? Ja. Da passiert ja nichts. Ja, toller Drift. Mich verarschen. So, das gefällt mir schon eher. So, jetzt wollen wir was Schönes sehen hier. Ja, es wird doch langsam. Kriegt man langsam ein Gefühl für den Wagen. Es ist zwar jetzt tatsächlich weniger Punkte als vorhin. Aber meiner Meinung nach um einiges schöner. Am Anfang die Kurve muss ich noch besser kriegen. Aber das bekommen wir alles noch hin. So, ein letztes Mal. Und dann ist die Folge auch schon leider wieder schon wieder rum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt ruhig was in die Kommentare. Hauptsache, ihr kommt in ein, zwei Tagen wieder. Die nächste Folge draußen ist. Und dann sehen wir mal, ob die Elise wirklich bleibt. Bei AX7 bin ich mir gerade auch nicht so sicher. Aber ich glaube, da brauche ich einfach ein bisschen Übung. Beim Elise auch. Ist wie ein Barracuda, da war ich anfangs auch sehr skeptisch, aber... Ihr müsst dem Wagen auch wirklich Chance geben und mir müsst ihr auch leider auch eine Chance geben, dass ich mich an die Autos gewöhne. Und sowas hier nicht so oft passiert. Wir werden sehen. Bis dahin, macht's gut!